Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Eine weitere Runde Vorherrschaft nagelneu. Und wir gucken mal, was wir so reißen können. Ist ja jetzt nicht die Map, wo ich gesagt habe, 100 Kills Challenge und so. Wer weiß, dies, das. Mal gucken, was so geht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt auch schon, auch mit eurer Hilfe, eine Klasse zusammengestellt, um die ganzen... Ich muss hier wegmachen erstmal. Sorry, sorry. Die ganzen Schildpisser wegzumachen. Also komplett alles ausgerüstet, was so geht. Die werde ich mir auch noch vorknüpfen, glaubt es mir. Die werde ich alle wegmachen, die kleinen Spassis. Das geht mir nämlich richtig derbe auf den Sack. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Da ist ja einer von mir. Und zwar... Ey, yo! Zeig dein hässliches Gesicht, Mann. Oh, scheiße. Das will ich nicht riskieren. Und zwar habe ich mir jetzt die Ionengranate geholt. Ionenschuss geholt. Wir werden die so wegwichsen, Leute. Glaubt es mir. Nicht so wie jetzt hier. Oh, ich habe trotzdem noch einen geholt. God Step Dead. Alles klar. Gut. Kann man mal machen, so. Ich höre doch Boba. Ich höre doch Boba. So, warte mal. Das Coole wäre natürlich, ich den jetzt hier erstmal und den jetzt hier. Tja, scheiße, wa? Da ist einer von mir. Kommt doch. Von hinten! Ah, Stepdad, Mann! Der Stiefvater von Gott, oder was soll die Scheiße? Nee, 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 nee! Wo bin ich hier eigentlich reingeraten? Warum spawn ich hier in dieser Scheiße, Mann? Naja, auf jeden Fall, die Sachen habe ich mir ganz neu gekauft. Und cool wäre es natürlich, wenn ich beide Sachen noch richtig aufleveln würde, damit ich diese ganzen Schildaffen mal richtig nice auseinandernehme. Wenn die Granate trifft, dann bin ich... Ich bin einfach Granatengott, Johnny. Ich bin es einfach. Die war ja mal so in allerletzter Sekunde geworfen, mal richtig knapp an der Wand vorbei. Habt ihr das gesehen einfach? Das meine ich so. Da darf man sich doch mal ab und zu geil vorkommen, oder? Ich weiß es nicht. Ist das erlaubt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber ohne Scheiß, seit der letzten Runde Vorherrschaft habe ich das echt hier so ein bisschen entdeckt für mich, den Modus. Auch wenn ich ganz ehrlich natürlich weiß, so krass für den Sieg habe ich jetzt nichts gemacht letztes Mal. Ich habe echt viele Kills gemacht. Aber jetzt einnehmen und so, da war ich ja jetzt nicht so hart am Start. Achso, ich dachte schon. Habt ihr die Granate wieder gesehen? Die ist einfach perfekt geflogen. In seine Fresse rein. Und ich werde auf jeden Fall noch... Ich werde auf jeden Fall noch Undercover-Sorb machen. Das werde ich auch noch machen. Ich muss nichts zu sagen, oder? Leute, muss ich was dazu sagen? Habt ihr gesehen, wie krass die Granate geflogen ist? Tut mir leid, so, also, wenn man der Beste ist, ist man immer der Beste, also, nee, Spaß, aber, war schon nicht schlecht, so, war schon nicht schlecht. Ach ja. Oh, 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 oh. Damit will ich gar nichts zu tun haben hier. Amateure, ja. T-backt der mich? Ich habe immer den Eindruck, wenn sie auf meine Leiche laufen, dass sie mich teabaggen wollen, die kleinen Schweine. Scheiße, Mann! Bist du verletzt? No! Natürlich! Ich setze mich einmal nach 33 Jahren Star Wars Battlefront auf professionellen Level spielen, setze ich mich einmal in das Ding rein und ich werde direkt weggeholt. Als wenn da so ein Radar angehen würde. Leute, Leute, scheiß Mann. Marcel hat sich da reingesetzt, den holen wir direkt weg. Dem zeigen wir direkt, dass er es lassen soll. Ich habe jetzt schon 18 Kills übrigens. Ja, aber naja, gut. Also das mit der Ionenabwehr, Schildabwehr, klasse. Was macht der denn da? Hat der sich gebückt, Alter? Hat der von hinten gerade einen... Na egal.
Mit der Ionenabwehrklasse, Schildabwehrklasse, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Wie gesagt, das ist ja krass, wie häufig die denn plötzlich mit den scheiß Schilden in die Ecke gesteppt sind, ne? Imperiale Truppen übernehmen gleich einen Kontrollpunkt. Das war ja nicht mehr feierlich. Nein, den hätte ich haben können. Ich dachte, einfach los, laut brüllen, rettet mich oder so. Boah, scheiße, Mann. Das ist einer von uns. Nein, den hätte ich doch haben können. Das ist einer von uns. Nein, oh, danke schön, Alter, das war jetzt mehr Glück mit der Unterstützung von meinen Kameraden hier. Also jetzt 2 Minuten haben wir, dann müsste ich eigentlich 25 Kills haben, wenn ich alle 2 Minuten 25 Kills mache. Das kommt nicht ganz hin, scheiße, Mann. Wäre krass gewesen, aber die war ja richtig scheiße geworfen. Hauptsache, sich vorher die ganze Zeit pushen, wie krass man ist. Aua, 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 aua. Nein, 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 nein. Ah, ich will das nicht riskieren, Mann. Den hätte ich haben müssen. Das kann nicht sein, Mann. Wenn du solche Kills nicht holst, dann hör einfach auf, das Spiel zu spielen, Mann. Wie schlecht war das denn jetzt schon wieder? Mann, ey, nur weil ich ein Alien bin, weißt du, dieser Rassismus, oder? Direkt, nein, der kriegt den Kill nicht. Was soll die Scheiße, Mann? Ah, ich kam nicht mehr zurück. Exodus Real. Ey, der Modus ist echt... Ja, geht doch mal weg, Jungs. Macht doch nicht immer Rudelbumsen, wenn der draußen AT-ST ist. Der holt euch alle auf einen Schlag raus. Verteilt euch doch mal wenigstens ein bisschen, ihr Affenkinder. Also manchmal wirklich. Jetzt zum Beispiel wäre Ionenschuss natürlich super. Mal gucken, ob es auch so geht. Oh! Der will mit mir ein Kill-Duell machen, ne? Kill-Duell, Alter. Geh doch weg, Alter! Mann! Ich hasse das, ey. Ah, ich stehe schon wieder unter Spannung, ey. Ich muss jetzt hier Kills machen. Würdest du mit mir kuscheln, Alter? Die wollen immer Hand in Hand mit mir laufen, ey. Was soll die Scheiße? Keine Lust drauf. Natürlich, Jungs. Könnt ihr euch mal jetzt verpissen von mir? Lauft nicht mit mir jetzt. Ich muss alleine laufen. Ich brauche Platz für diese Magic, die ich hier immer... Der ATS ist ja immer noch... Ne, ist ein anderer. Geil. Geil. So, reicht jetzt. Reicht jetzt. Wir machen den jetzt weg. Den mache ich jetzt weg, ey. Das ist jetzt nicht for real passiert jetzt. Direkt wieder zurück. Das ist nicht passiert jetzt, Leute, oder? Habt ihr das gesehen? Hat man das vielleicht gesehen gerade? Also, da standen noch mindestens 5 Leute von meinem Team vor meiner Fresse. In dem engen Gang. Und trotzdem holt er mich, obwohl ich ganz weit hinten stehe. Geil, mein eigener Typ blockiert mich. Richtig nice. Ich könnte schon wieder ausrasten. Bei solchen Aktionen könnte ich schon wieder richtig ausrasten. Ich hasse sowas. So eklig hasse ich das. Aber das hat mir jetzt so ein bisschen den Rest gegeben. Da stehen 30 Leute von mir, von meinem Team. Und ich werde da weggeholt. Also, das hat gut gesessen. Das hat erstmal Eindruck hinterlassen. Geil.
Da freue ich mich extrem. Das, ja, mir fehlen die Worte. Mir fehlen gerade echt die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da ist er wieder mit seinem scheiß Schild unterwegs. Kleine Pussy, ey. Eigentlich müsste ich den dafür holen, ey. Ich hole den jetzt auch. Oh, Scheiße, Mann. Das fing so gut an, die Runde, wa? Wie schlecht ich jetzt mittlerweile bin, das ist nicht mehr... Das ist nicht mehr schön, eigentlich. Oh! Wie kann das sein, Mann? So gut anfangen und dann direkt so unnormal scheiße werden. Meine Fresse. Oh mein Gott, Alter! Komm, ja, Mann, das hast du davon. Mann, hast du das verdient, du Stück Scheiße. So, und da werde ich mal eine Annäherungsmine machen, falls da jemand langlatschen will. Geh weg. Ja, Mann! Ja, Mann! Na, komm, ich mach's jetzt einfach. Scheiß drauf. Ich habe auch schon überlegt, mir das Perk zu nehmen, wo man das Sprinten nicht sieht. Das wäre, glaube ich, für mich auch gar nicht so schlecht. Vielleicht sogar noch besser als Leibwächter. Damit die Leute nicht sehen, wo ich lang sprinte. Und auf Stufe 2 habe ich gesehen, sehen die schon die Schüsse nicht mehr auf der Map. Was natürlich auch alles vom Vorteil wäre für mich eigentlich. Das ist nicht wahr. Der hat's überlebt. Ja. Wuhu! Nein! Scheiße, Mann! Alles klar, mein Kollege hat 7 zu 34! Geiler Partner, Junge! Wuhu! Naja, egal. Das soll ich, vielleicht hole ich mir sogar das. Vielleicht hole ich mir sogar das. Vielleicht hat ja jemand von euch da Erfahrung mit. Aber nicht gekennzeichnet zu werden, wenn man lang sprintet, das ist ja eigentlich schon mal ganz geil. Moment. Ich hab den gesehen. Oh, Scheiße. Nein! Ey, hör bitte auf mit der Scheiße jetzt wieder. Gut so. Könnte schon wieder neue Ladungen gebrauchen. Scheiße! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Jetzt, wo die alle rauskommen, Alter! Hör da mal auf jetzt hier! Nicht bei dem Spawn, nicht bei dem... Was macht der hier?
Alles klar, guck dir erstmal die Schneewände an. Oh mein Gott. Kontrollpunkt wird gesichert. Ein Kopfgeldjäger weniger. Ich könnte schon wieder Ladungen brauchen, ja. Scheiße, scheiße, weg von mir. So. Sehr schön. Sehr schön. Meine Mine hat tatsächlich noch jemand weggemacht. Wie nice. Oh, fuck. Ich bin's doch, du Furz. Geh! Perfekt. Egal, die sitzt. Ein nur? Ich hab nur einen geholt? Oh Mann. Mach jetzt keine Scheiße, wenn ich wieder die 50 Kills nicht erreiche. Dann heule ich. Ich werde live und direkt jetzt gleich heulen. Alles klar. Ich heule doch nicht. War natürlich auch nur ein Scherz. Der Beno. Ich habe nicht mal die meisten Kills. Dieser Sandy Space One, Alter. Ja, das war der übrigens, der mich auch in dem langen Gang extra weggeholt hat. Das war schon so seine Ansage sozusagen. Komm mir nicht in die Quere mit den Kills, du kleiner Penner. Ja. Hast es ja geschafft. Arschlöcher. Arschloch. Ich hätte den einen wenigstens noch mal mitnehmen können, Mann. Was macht mein Kollege? Was macht mein Partner, Alter? Was macht der? 10 zu 39? Was geht ab? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Na gut, wir haben gewonnen. 52 Kills. Zweitbester der Lobby, ja, der Sandy ist irgendwas, wie der heißt. Sandy S. Space. Oder Sandy's Space? Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Cool. Oh, Alter, ohne Double XP 17.000 Punkte? Hab ich irgendwelche Herausforderungen geschafft? Ich weiß es gar nicht. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber 17.000 Punkte? Das ist krass. Ja, gut. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Was ist da eigentlich? Was ist jetzt mal ohne Witz? Was ist da passiert? Ich habe in den ersten 2 Minuten 23 Kills gemacht. Am Ende habe ich 52. Hä? Wieso habe ich so kläglich versagt eigentlich zum Schluss? Ich weiß es selber nicht. Ja, gut. Leute, ich glaube aber beim nächsten Mal werde ich dann nochmal so einen Objective-Modus nehmen und mich dann ausrüsten mit den ganzen Sachen. Damit, wenn sie kommen, ich direkt die beballern kann. Direkt Ionenschuss auf meine Waffe machen, direkt die Granaten rein, direkt jeden wegballern. Jeden einzelnen zu Klump schießen. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Obwohl, es wäre ganz gut, wenn ich das nochmal aufleveln würde, eine Sache. Mal gucken. Obwohl, 7000 habe ich jetzt, eine Sache könnte ich aufleveln. Mal gucken, was. Gut. Und ich überlege mir wirklich, das andere nochmal anzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber dass sie nicht meine Schüsse sehen ab Stufe 2, ist schon mal richtig geil. Und mich springen sehen, tun sie dann auch nicht auf dem Radar. Das ist ganz geil. Ich glaube, ich hole mir das sogar. Mal gucken. Gut, Leute, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von Star Wars, lasst es mich gerne wissen. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.